Die Gymnastikübung Kerze nach dem Sex ist wohl das bekannteste Mittel, um beim Schwangerwerden ein bisschen nachzuhelfen. Und darum geht es heute bei Obia TV. Wie kann ich das Schwangerwerden beeinflussen? Dazu hallo und herzlich willkommen. Also meine beiden Kinder haben sich mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit jeweils bei einem Wochenendtrip bei mir eingenistet. Deshalb ist mein persönlicher Tipp, macht einfach eine entspannte Kurzreise. Aber wir haben natürlich auch noch weitreichendere Empfehlungen für euch, die vielleicht auch mit weniger Zeit und Kosten verbunden sind. Dazu haben wir eine Expertin im Studio. Sie ist Hebamme und Heilpraktikerin. Hallo, Judith Kulessa. Hallo. So viel weiß der Laie. Schwanger werden, das muss auf jeden Fall mit Eisprung irgendwie zusammenhängen. Aber wann sollte man denn am besten Sex haben, um schwanger zu werden? Am besten in den Tagen vor dem Eisprung. Ein, zwei Tage vor dem Eisprung ist die Chance, dass dann die Spermien zum Ei schwimmen können, wenn das Ei springt. Schwimmen die ihm entgegen sozusagen, dann klappt es am besten. Also nicht genau am Eisprung selbst? Nee, am Eisprung selbst ist auch schwierig rauszufinden, weil die meisten Frauen, wenn sie denn Mittelschmerz spüren oder andere Anzeichen, dann ist es ja eigentlich schon passiert. Und das Ei ist halt nur 6 bis 12 Stunden richtig fruchtbar und danach baut es langsam ab. Damit ihr besser wisst, wann dieser Zeitpunkt ist, haben wir bei obia.de den Service Eisprungkalender. Da könnt ihr eingeben den ersten Tag der letzten Periode und dann könnt ihr noch euren Zyklus eingeben und dann auf Kalender erstellen klicken. Und dann zeigen euch die Bienchen, was Phase ist und wann ihr schwanger werden könnt. Jetzt wissen wir schon was über den Zeitpunkt, aber wie sieht es denn aus mit Nahrungsmitteln? Gibt es irgendwas, was man essen kann, um schneller schwanger zu werden? Man sollte sich schon sehr vitaminreich ernähren und darauf achten, dass man nicht raucht, wenig Alkohol trinkt, wenig Kaffee trinkt, viel Gemüse, viel Obst isst. Das unterstützt die Fruchtbarkeit schon sehr. Gibt es irgendwelche bestimmten Gemüse oder bestimmtes Obst? Grundsätzlich sollte man versuchen, möglichst 5 Portionen Obst und Gemüse über den Tag verteilt zu essen, so bunt wie möglich, sodass man alle verfügbaren Pflanzenstoffe und Vitamine zu sich nimmt. Mhm. Dazu passt übrigens auch eine Frage, die wir im Forum haben. Da geht es nämlich um die Hausmittelchen, die helfen könnten. Lilia81 fragt, gibt es irgendwelche Hausmittel, von denen es heißt, dass man schneller schwanger wird und die auch was gebracht haben? Ich meine jetzt sowas wie spezielle Sachen aus der Apotheke oder Kräuter oder so. Die Frage möchte ich gerne an Sie weitergeben. Es gibt Frauen, die schwören auf Frauenmanteltee, andere schwören auf Himbeerblättertee oder Beifuß oder Basilikum. Mhm. Letztendlich können Pflanzen sehr gut unterstützen, weil sie teilweise hormonell aktiv wirken. Aber letztendlich ist ein gesunder Lebenswandel eigentlich das Entscheidende. Das heißt, wenn ich grundsätzlich zu wenig schlafe und viel Stress habe und viel rauche, dann nützen mir die Vitaminpillen auch nichts mehr zum Schwangerwerden, sondern ich muss erstmal dafür sorgen, dass, wie Sie eben schon gesagt haben, man entspannt ist. Mhm. Entspannt im Urlaub geht es in der Regel am leichtesten. Und wenn man seinen Lebensrhythmus so gestalten kann, dass man jeden Tag eine Dreiviertelstunde spazieren gehen kann in der frischen Luft und viel Licht mitbekommt, oder dass man sich Zeit nimmt, jeden Tag eine halbe Stunde Yoga zu machen, dann ist das mehr wert, als Vitaminpillen einzuwerfen. Wie lange braucht überhaupt die Durchschnittsfrau, um schwanger zu werden? Um die 20, 4 bis 5 Monate, um die 30, ein Jahr, ab 35 deutlich mehr, ab 40 können es auch 2 Jahre sein. Das heißt, wenn man nach 2 Jahren immer noch nicht schwanger ist mit 40, muss man auch nicht nervös werden, sondern es ist noch völlig im grünen Bereich. Und wenn man jetzt so lange schon geübt hat oder aber wenn man ganz besonders schnell schwanger werden möchte, gibt es noch irgendwelche anderen Mittel, mit denen man nachhelfen kann? Man kann spezielle Yoga-Übungen machen, die das Becken besonders gut durchbluten und die Eierstöcke aktivieren, mehr Hormone zu produzieren. Da sind zum Beispiel die Yoga-Übungen nach Dina Rodriguez sehr bekannt für, dass die unterstützend wirken. Man kann mit Fruchtbarkeitsmassage wunderbar den Bauch aufräumen, energetisieren, Giftstoffe abtransportieren. Man kann allgemein mit Bewegung an der frischen Luft dafür sorgen, dass der ganze Stoffwechsel besser funktioniert. Sanftes Joggen oder Walken ist auch gut. Alles, was dem Körper gut tut. Viel Bewegung, gutes Essen, viel Schlafen. Also das ist eigentlich das Entscheidende. Und man sollte natürlich nicht nur einmal im Monat Sex haben, sondern möglichst... Ja, das könnte auch entscheidend sein. Das ist manchmal ein großes Problem, wenn die Männer so gestresst sind, dass sie einfach... Ja, entweder nicht so viel zu Hause sind, wie es gut wäre, oder keine Lust haben, weil sie zu gestresst sind, dann ist auch da wieder gemeinsam mehr Raum schaffen dafür, dass man überhaupt Lust hat, ganz wichtig. Und wenn man alle 2, 3 Tage Sex hat, hat man eine große Trefferchance. Okay. Und für diese Fruchtbarkeitsmassage oder Hormon-Yoga, da müsste man sich dann an eine Hebamme wenden wahrscheinlich. Genau, also Hormon-Yoga wird in der Regel von Yoga-Lehrerinnen angeboten, die bei Dina Rodriguez selbst geschult worden sind.
Luna-Yoga ist eine andere Möglichkeit, wird von Frauen und ich glaube Männer gibt es keine, die das unterrichten, angeboten, die bei Adelheid Ohlich gelernt haben. Mhm. Es gibt Kundalini-Yoga-Techniken, die gleichwertig funktionieren. Das wird in ganz Deutschland angeboten. Und Fruchtbarkeitsmassage findet man Therapeuten auf der Homepage fruchtbarkeitsmassage.de. Okay. Vielen Dank, Judith Kulesser. Wenn ihr noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann könnt ihr euch unser Special zum Thema Kinderwunsch anschauen. Da findet ihr zum Beispiel das Grundwissen für Paare mit Kinderwunsch. Und ansonsten wünsche ich euch nicht nur viel Spaß beim Lesen, sondern vor allem viel Spaß beim Üben.